Hallo und herzlich willkommen. Ein paar Gedanken zu den Übersterblichkeitsvideos von Herrn Eckert, warum auch mit der in der Epidemiologie unüblichen Methode des Gesamtäquivalents eine Übersterblichkeit 2020 in Schweden vorliegt und warum diese Videos an der eigentlich zu führenden Diskussion vorbeigehen. Übersterblichkeit ja oder nein ist eine rein statistische Frage. Es ist die Suche nach einer Anomalie, einem Wert, der außerhalb des Erwarteten liegt. Eine Übersterblichkeit sagt prinzipiell nichts über die Ursache derselben aus. Und selbst wenn eine Übersterblichkeit vorliegt, bedeutet dies noch lange nicht, dass die Situation dramatisch sein muss. Übersterblichkeit ist definiert als eine erhöhte Sterberate im Vergleich zu einem Erwartungswert. Und dieser Erwartungswert ist, wie später anhand eines einfachen Beispiels erklärt, essentiell für die Beurteilung der Mortalität. Bei der Ermittlung des Erwartungswertes sind prinzipiell zwei Punkte zu berücksichtigen. Die Veränderung der Altersstruktur und die Veränderung der Lebenserwartung. Es gibt drei akzeptierte und gängige Methoden, um eine Über- bzw. Untersterblichkeit bestimmen zu können. Es kann der Fünfjahresschnitt gebildet werden. Dies hat allerdings korrekterweise den Nachteil, dass Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur nicht berücksichtigt werden. Es kann der lineare Trend der zum Beispiel letzten 10 Jahre verwendet werden. Eine sich verändernde Altersstruktur und Lebenserwartung wird hier berücksichtigt. Oder es kann der harmonische Trend zum Beispiel der letzten 10 Jahre verwendet werden. Hier berücksichtigt die sich verändernde Altersstruktur und Lebenserwartung und zusätzlich auftretende Krankheitsmuster, wie zum Beispiel, dass nach einem Jahr Übersterblichkeit meist ein Jahr Untersterblichkeit folgt. Wie passt nun die Methode des Gesamtäquivalents in dieses Bild? Sie sehen hier links die hohe Sterblichkeit pro 100 Einwohner der letzten 9 Jahre aufgetragen. Rechts die Sterbefälle entsprechend des Gesamtäquivalents, wie berechnet von Herrn Eckert, ebenso der letzten 9 Jahre. Wie zu erkennen, liegt in beiden Fällen ein Trend über die Jahre zu weniger Sterbefällen vor. Dieser Trend ist in der Methode des Gesamtäquivalents sogar etwas stärker ersichtlich als in der rohen Mortalität. Woher kommt dieser Trend? Da beide Datensätze die voranschreitende Alterung der Bevölkerung bereits berücksichtigen, ist dieser Trend nur durch eine sich erhöhende Lebenserwartung erklärbar. Die sich erhöhende Lebenserwartung ist nicht nur in den letzten 9 Jahren beobachtbar, sondern, wie hier abgebildet, in den letzten 20 Jahren und wie später erklärt, sogar in den letzten 3 Jahrzehnten. Dass die Lebenserwartung nicht ins Unendliche steigen kann, ist klar. Und dass sich der Trend abflachen wird, beziehungsweise dass es sogar in nächster Zeit wieder zu einem Abfall der Lebenserwartung kommen könnte, ist ebenso klar. Nur solche Veränderungen laufen, wie später diskutiert, langsam ab. Und spontane Ausschläge haben praktisch immer einen anderen Grund, wie zum Beispiel eine Epidemie, Kriege oder in früheren Zeiten auch Ernteausfälle und Mangelernährung. Dass es logisch und sinnhaft ist, einen Trend in die Ermittlung eines Erwartungswertes mit einzubeziehen, sei hier kurz diskutiert. Die Löhne steigen seit längerer Zeit kontinuierlich an. Es gibt Jahre mit stärkeren Anstiegen und Jahre mit weniger stark ausgeprägten Anstiegen. Vergleichbar den Mortalitätsraten der letzten 20 Jahre in Schweden. Aufgrund dieser Tatsache werden Sie zum Beispiel Ende 2019 einen Erwartungswert für 2020 haben, der höher oder gleich hoch liegt als Ihr Verdienst in 2019. Wenn Sie nun am Ende des Jahres 2500 Euro weniger verdient haben, dann werden Sie sich unterbezahlt fühlen. Wenn Ihnen Ihr Arbeitgeber mitteilt, dass Sie aber gleich viel verdient haben wie in 2016 und sogar mehr als in 2010 bis 2014, dann wird das Ihnen Ihr Gefühl, unterbezahlt worden zu sein, nicht nehmen, obwohl Sie sehr wahrscheinlich keine Sorgen haben müssen um Ihre Existenz. 2020 wird dementsprechend der Erwartung nach ein Ausreißer für Sie sein. Im längeren Zeitraum 1960 bis 2020 betrachtet, liegt die Sterberate in Schweden zwischen 11,5 und 8,6 Todesfällen pro Jahr, pro 1000 Einwohner. Es gab immer wieder Jahre mit einer Übersterblichkeit, wie zum Beispiel Ende der 1960er Jahre, bedingt durch die Hongkong-Grippe, oder 1988, lokal begrenzt in Schweden, bedingt durch eine Influenza H3N2-Ausbruch. Definiert man nun zum Beispiel, dass 25% der Werte Ausreißer darstellen,
So ergeben sich 9 Jahre, die eine Übersterblichkeit zwischen 1960 und 2020 aufweisen und 8 Jahre, welche eine Untersterblichkeit aufweisen. 2020 ist seit mindestens 1960 das Jahr mit der höchsten Übersterblichkeit, noch vor 1988. Und dies ist unabhängig davon, mit welcher der drei eingangs erwähnten Methoden die Übersterblichkeit ermittelt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl der Toten unter Einbeziehung der sich veränderten Altersstruktur und Lebenserwartung zufällig so hoch ist wie in 2020 beobachtet, ist kleiner 0,5%. Schweden wird gerne als Beispiel angeführt, in dem das Leben auch während der Pandemie in normalen Zügen weiterging. Dass auch Schweden Maßnahmen gesetzt hat und diese Maßnahmen auch im Herbst verschärft hat, zeigt sich anhand der Mobilitätsdaten. Die Zahl der Personen, welche zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel benutzt hatten, hat sich auch in Schweden im März rasch vermindert, noch bevor zum Beispiel Österreich oder Deutschland den Lockdown verkündet hatten. Ebenso die Zahl der Personen, welche an ihren Arbeitsplätzen persönlich anwesend waren. Auch in Schweden wurden Maßnahmen wie bevorzugte Heimarbeit und Kontakteinschränkung gelebt, natürlich ohne den Zwang eines Lockdowns. All diese Daten zeigen, dass SARS-CoV-2 eine reale Pandemie ist und dass 2020 die Zahl der Todesfälle deutlich über dem erwarteten Wert liegen. All diese Daten zeigen aber auch, dass SARS-CoV-2 keine spanische Grippe ist. Was wir nicht brauchen, ist eine Diskussion, ob Viren existieren. Denn diese Frage wurde schon vor sehr langer Zeit geklärt. Was wir nicht brauchen, ist eine Diskussion über die Fähigkeit und Verlässlichkeit der PCR oder eine Interpretation der Mortalitätsdaten von Personen ohne relevante Ausbildung in Biologie, Chemie, Pharmazie oder Medizin. Denn diese Diskussionen spalten und lenken von den eigentlich zu führenden Diskussionen ab. Was wir brauchen, ist eine öffentliche und breite Diskussion über die Risikoeinschätzung einer Pandemie und die Risikobereitschaft der Gesellschaft. Wollen wir zum Beispiel akzeptieren, dass 65-Jährige aufgrund fehlender Ressourcen nicht intensiv medizinisch betreut werden können? Wir brauchen eine breite und öffentliche Diskussion, wie wir mit Unsicherheiten im Kontext der nächsten Pandemie umgehen und was uns Zugang zu medizinischen Leistungen wert ist. Wir brauchen eine öffentliche und breite Diskussion, ob Lebenszeit gleich Lebensqualität ist. Wir brauchen eine breite öffentliche Diskussion, ob Sicherheit mehr wert ist als Freiheit. Wenn uns diese Pandemie eines gezeigt hat, dann ist dies, wie fragil unser Lebensstil ist. Wir brauchen eine Diskussion, wie es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt während Krisenzeiten bestellt ist. Und vor allem und unabhängig von der Pandemie brauchen wir eine Diskussion darüber, wie Vermögen verteilt ist. Wir brauchen diese Diskussionen, aber unter Voraussetzung der Akzeptanz der wissenschaftlichen Tatsachen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.